Am 4. Oktober 2019 kündigte das Expertengremium für den öffentlichen Verkehr in Santiago de Chile eine Fahrkartenpreiserhöhung von 30 Pesos in den Hauptverkehrszeiten an, umgerechnet 4 Euro Cent. Es ist die vierte Preiserhöhung in 2 Jahren, in einem der teuersten öffentlichen Nahverkehre weltweit. Der Wirtschaftsminister erklärt der Bevölkerung, wer früher aufsteht, kann den niedrigeren Tarif nutzen, der vor den Stoßzeiten gilt. Die Hälfte der chilenischen Bevölkerung lebt von umgerechnet 500 Euro im Monat. Fast ein Viertel dieses Durchschnittseinkommens fließt für die Einwohner Santiagos in die Mobilität. In den Wochen nach der Preiserhöhung beginnen Schüler gruppenweise schwarz zu fahren und die Schranken für andere Passagiere zu öffnen. Am 18. Oktober kommt es zu Großdemonstrationen und Ausschreitungen. Metrostationen sowie Busse werden in Brand gesetzt. Soy conductor de metro. Estoy atrapado en la estación. Se está incendiando la estación. Tengo que salir de acá. Die Metro wird komplett geschlossen zu Feierabend. Millionen von Menschen befinden sich auf den Straßen. Die Proteste eskalieren. Am 19. Oktober wird von der Regierung ein Ausnahmezustand in der Hauptstadt erklärt. Präsident Sebastián Piñera gibt den Ton an. Wir sind im Krieg gegen einen mächtigen Feind, unstillbar, der niemanden und nichts respektiert und der bereit ist, Gewalt und Delinquenz ohne Grenzen anzuwenden, sogar wenn es zu dem Verlust von Menschenleben führt, mit nur einer Absicht, so viel Schaden wie möglich zu verursachen. Quiero hablarle a todos mis compatriotas, que hoy día están recogidos en sus casas. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Que estamos en una guerra. Que no ha terminado la guerra. Der Ausnahmezustand wird kurz darauf auf andere Regionen Chiles erweitert. Im Kontext von Chiles politischer Vergangenheit wecken die Bilder von Panzern auf den Straßen und Soldaten, die auf die Bevölkerung schießen, düstere Erinnerungen an die durch Putsch eingesetzte Militärdiktatur Augusto Pinochets, unter der Menschen verschwanden, gefoltert wurden und unter der jegliche politische Opposition lebensgefährlich war. Doch die jüngeren Generationen lassen sich nicht einschüchtern. Trotz der Ausgangssperre gehen die Menschen weiter auf die Straßen. Cacerolazos, das Schlagen auf leere Töpfe, ist eine alte Protesttradition in Chile. Der Klang der politischen Unzufriedenheit. En 200 metros, gira a la derecha y corre con che tu madre que vienen los pacos. Cacerolazos, 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 cacerolazos. Despierta, renuncia Piñera. Cola la Alameda, nuestra la moneda. Cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el Estado. Cacerolazo. 20. Oktober. Piñera sagt die angekündigten Preiserhöhungen ab. Primero, vamos a suspender el alza de los pasajes del metro. Doch die Proteste gehen weiter. Inzwischen geht es um viel mehr als die ursprünglichen 30 Pesos der Preiserhöhung. Es geht um die fast 30 Jahre seit dem Ende der Diktatur, in denen viele der Strukturen und Verhältnisse, die unter der Diktatur herrschten, unverändert blieben. Videos wie diese schüren den Verdacht, dass die Polizei selber Brände stiftet, um die Eskalation weiter anzufeuern und um exzessive Gewalt zu legitimieren,
und damit Menschen von weiteren Protesten abzuschrecken. Andere Aufnahmen zeigen Polizisten bei Plünderungen, Brandstiftungen in Supermärkten wie Lidl, eine Tochter des US-amerikanischen Konzerns Walmart, oder in Apotheken von Salco Brand, die Medikamente zu bis zu 80% Profit verkauft, hatten starken symbolischen Wert. Diese verkörpern die oligopolistische Macht globaler Konzerne, denen in der Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte in Chile freie Bahn gegeben wurde. Preisabsprache-Skandalen der letzten Jahre wie beim Toilettenpapier, Geflügel und bei Medikamenten sorgen für ein allgemeines Misstrauen gegenüber der politischen und wirtschaftlichen Elite. Niedrige Löhne bei hohen Lebensunterhaltungskosten, Gesundheits-, Bildungswesen und sogar Wasserversorgung, die in privatem Besitz sind und deren Preise denen in europäischen Ländern gleichen. Alle diese Faktoren bilden die Grundlage der Massenproteste in Chile. Es el mismo lugar hace 15 años atrás, los eucaliptos, pero está transformado en un basural y el agua está en los cerros. Se han robado totalmente el río, no queda una gota de río. En la provincia chilena de Petorca, los puentes prácticamente han perdido su función, pero el agua no ha desaparecido. Está en las plantaciones de aguacates, miles de hectáreas de esta fruta, que consume grandes cantidades de agua antes de ser exportada, también a Alemania. Chilenische Haushalte sind die am höchsten Verschuldeten in ganz Lateinamerika. Soziale Mobilität bleibt in Chile aufgrund eines Zweiklassensystems in den Bildungswesen gering. Schulen und Hochschulen sind zum Großteil privat finanziert, insgesamt der höchste Anteil unter allen OECD-Ländern. Gegen das privatisierte Bildungswesen und vor allem die geringe Qualität öffentlicher Schulen gab es bereits 2001, 2011 bis 2012 Proteste von Schülern und Studenten, die ebenfalls mit einem hohen Maß von Polizeigewalt beantwortet wurden. Das Bildungssystem blieb unverändert. Die jetzigen Proteste wurden zwar auch von Schülern initiiert, aber werden jetzt von der weiteren Gesellschaft getragen. Trotz der übermäßigen Anwendung von Staatsgewalt bleiben die Menschen auf den Straßen. Am 22. Oktober kündigte die Regierung ein Paket von Sozialmaßnahmen an. Diese beinhalten unter anderem Erhöhung von Mindestlohn und Mindestrente und eine Stabilisierung der Strompreise. Wir haben die Stimmen der Leute gehört, die Stimmen der Chileninnen und Chilenen, die friedlich ihre Probleme, Schmerzen, ihre Mangel, ihre Träume und ihre Hoffnungen für ein besseres Leben zum Ausdruck gebracht haben. Doch diese Maßnahmen sind den Menschen nicht genug. Die Legitimität der Regierung und weiterhin der Verfassung Chiles ist gestürzt. Die Stimmen auf den Straßen rufen zunehmend nach einer neuen Verfassungsversammlung und nicht lediglich nach dem Rücktritt Piñeras. Die Menschenrechtsverletzungen, die im Lauf dieses sozialen Umbruchs durch Polizei und Militär stattgefunden haben, können nicht ignoriert werden. Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen, Folterung, sexuelle Übergriffe und Gewalt aufgrund sexueller Orientierung. Es gibt unzählige Hinweise, dass die Zahl der von Polizei und Militär Getöteten, Gefolterten und Vergewaltigten viel höher ist, als sie offiziell vermeldet. Das Nationale Institut für Menschenrechte hat keinen Zugang zu den Daten aus Krankenhäusern. Die Chefin des juristischen Medizinsdienstes wurde von ihrem Posten entlassen, nachdem die Vermutung aufkam, dass Leichen, die in brandgesetzten Gebäuden gefunden wurden, falsche Todesursachen zugewiesen wurden. Der Missbrauch des staatlichen Gewaltmonopols und eine Unfähigkeit, mit politischem Dissens umgehen zu können, stellt in Frage, ob Chile den Titel einer liberalen Demokratie tragen kann. Am 25. Oktober versammeln sich über 1,2 Millionen in Santiago's Plaza Italia. Es ist die größte Demonstration in den fast 30 Jahren seit dem Ende der Diktatur. Seitdem kehren die Menschen täglich zurück auf die Straßen und rufen weiterhin für eine neue verfassungsgebende Versammlung und damit für tiefgreifende Änderungen des politischen Systems. Die Menschenrechtsverletzungen, die unter dem Militäreinsatz stattgefunden haben, werden von der UNO untersucht.